Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Grüezi miteinander bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Wenn man einen Angehörigen rund um die Uhr betreut, kann es gut sein, dass man mit den eigenen Kräften auch an Anschlag kommt. Dann ist es gut, wenn man sich rechtzeitig Hilfe organisiert. Sei es für eine Stunde oder für einen ganzen Tag. Für das gibt es den Entlastungsdienst Schweiz. Wir haben das Ehepaar Gross in Opfiken besuchen, um zu schauen, wie das funktioniert. Der Georges Gross lebt zusammen mit seiner Margrit in Opfiken. Der 82-Jährige kümmert sich rund um die Uhr um seine 81-jährige Gattin. Sie hat seit längerem Parkinson und seit kurzem auch Altersdemenz. Sie ist auf Hilfe im Alltag und auf eine genaue Medikamenteneinnahme angewiesen. In den letzten 2 Jahren ist der Pflegeaufwand plötzlich viel grösser geworden. Der ehemalige Architekt ist an seine Grenzen gekommen. Ich brauche das einfach, weil sie können das rund um die Uhr jemanden pflegen. Das geht an die Substanz. Das ist dann mit der Zeit einfach fertig, ist mir ausgepumpt. Schließlich hat der Herr Gross Hilfe gefunden beim Entlastungsdienst Schweiz. Die Organisation stellt Betreuer und Betreuerinnen zur Verfügung. Einmal pro Woche kommt Eliane Bataini einen ganzen Tag und betreut Frau Gross. In der Zwischenzeit kann der Georges Gross wichtige Sachen erledigen oder sich auch mal erholen. Ja, ich gehe zum Beispiel treffe Kollegen. Oder ich gehe etwas anschauen, eine Ausstellung oder so, die meine Frau nicht interessiert. Oder gehe einfach bummeln, einfach zum Auslüften. Je nachdem, was anfällt. Manchmal habe ich die Zeit, nur zu bummeln. Und manchmal kombiniere ich es mit irgendeiner Kommission. Vor allem auch in der Stadt, weil es ist dann mühsam. Wir müssen bei meiner Frau so ein Programm haben, dass sie eigentlich jeden 2 Tage etwas Anstrengendes hat. Der Entlastungsdienst Schweiz ist ein privates ergänzendes Angebot. Für die eigentliche Pflege ist die Spitex zuständig. Beim Entlastungsdienst geht es einfach um Zeit und sozialen Kontakt, egal ob mit Kind, Erwachsenen oder Senioren. Am Anfang gibt es ein Aufnahmeverfahren. Regional zuständige Vermittlerin geht dann daheim vorbei und schaut sich vor Ort die Situation an, führt ein Interview und besucht die Leute, die man betreuen muss. Und dann kann sie klar herausmerken, was da genau gebraucht wird, wie häufig, was für eine Art von Betreuung. Im Fall des Ehepaar Gross ist die Auswahl auf Frau Bataini gefallen. Die 63-Jährige ist italienisch sprechend, ein Glücksfall für Frau Gross. Ihre Mutter ist aus dem Tessin gekommen. Die Betreuerin geht spazieren. Sie tut auch kochen. Für viele braucht es Überwindung, Hilfe zu holen, jemanden Fremdes in die Wohnung zu lassen. Doch für Frau Gross ist die Betreuerin mittlerweile sehr vertraut. Also da hat sie malen. Dann hat sie bis Würfelspiel. Dann haben wir dann noch 11 raus. Und so haben wir immer etwas zu. Es ist immer die Frau Bataini, die kommt. Die Betreuer bleiben sich immer die gleichen. Mittlerweile kennt man sich über ein Jahr. Es entsteht eine bereichernde Beziehung für beide Seiten. Also ich muss sagen, ich habe bis jetzt eigentlich nur Positives erlebt. Es ist ein Dank zum Beispiel, der einem ja auch freut. Oder die Leute selber, die Freude haben, wenn man kommt am Morgen. Das ist ja schon ein Aufsteller, würde ich sagen. 38 Franken auf die Stunde kostet die Betreuung für IV-Bezüger 25 Franken. Nacht- oder Wochenendzuschläge kommen dazu. Der Entlastungsdienst ist nicht gratis. Das kostet, aber ich muss sagen, das Nutzungs-Leistungsverhältnis stimmt, nach meiner Meinung. Es gibt eine private Spitex, das können Sie auch haben. Und die kostet dann also fast doppelt so viel, wenn ich da bei den Entlastungsdienst zahle, weil das ist ein Verein, der eigentlich nicht auf Gewinn aus ist, sondern wirklich den Dienst will offerieren.
Rund 2000 Haushalte betreut der Entlastungsdienst bereits in der Schweiz. Die Organisation arbeitet mit vielen anderen Gesundheitsanbietern zusammen. Das war es von Checkup, das Gesundheitsmagazin. Den Kontakt zum Entlastungsdienst Schweiz findet Sie auf unserer Homepage auf der Adresse www.checkup-tv.ch. Auf Wiedersehen miteinander. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.